Hey ho und willkommen zu einem neuen Making-of. Und diesmal bin ich größtenteils wieder nicht in-game, sondern will wieder etwas pixeln. Und das kam ja in letzter Zeit ganz gut an, wie man bestimmte Sachen macht. Und es geht diesmal auch wieder um einen CTM-Block, um Statuen. Und zwar haben wir ja hier, ich bin gerade auf adrundal.de, unserer Website, unter dem Punkt Legenden. Dort findet man hier so ein bisschen was zu unserer Vorgeschichte der Welt und so. Und wir haben hier auch noch einige Punkte, die leer sind. Und ein Großteil, der auch in-game später eine Rolle spielen wird, sind die Götter und Dämonen. Da haben wir vor, in-game ein paar Schreine zu verteilen, wo man sozusagen beten kann. Wir wollen uns also so ein bisschen von diesen echten Religionen, sprich Kirchen, Christentum und so. Also Kirchen im größten Sinne können ja auch was anderes für andere Götter sein, aber Christentum und die echten Religionen wollen wir so ein bisschen uns von distanzieren und so eigene Gottheiten überlegen. Und da haben wir uns jetzt schon so weit durchgearbeitet mit zum Beispiel mit dem Alpha Krosis, ein Stadtrat von Taberia, der hilft da immer gerne beim Entwickeln dieser Kreaturen und Götter. Und zwar soll es 4 Gottheiten geben, die so zu einer Art Götterfamilie in Anführungsstrichen gehören. Also sind ein Team sozusagen, die bekriegen sich nicht. Das sind so die für alles verantwortlich sind. Und einer dieser Götter habe ich letztens schon als Block kreiert. Das ist Panhal, den man hier so leicht karikaturisiert, weil es ja in Blockform ist, an einer Statue findet. So sieht der aus. Das ist ein, kann ich gleich nochmal zeigen, ein Mischwesen, so ein bisschen mit einem Fuchskopf, hat 6 Beine und so weiter. Seht ihr gleich nochmal ein bisschen besser. So sieht die Statue aus. Hier auch nochmal irgendwie mit einem Schrein so als Konzept. Das soll irgendwann auch nochmal dann mit einem Plugin etwas interaktiver werden. Dazu erzähle ich dann aber vielleicht ein andermal mehr zu. In diesem Making-of möchte ich die nächste Statue anfangen, und zwar nur die Frontseite, weil das dauert entsprechend lange, das Ganze. Ich werde hier wahrscheinlich die Aufnahme auch ab und zu unterbrechen, was trinken, was essen gehen, je nachdem, wie lange es dauert. Nur als Info, dass das hier auch länger dauern kann als vielleicht andere Sachen. Ich gehe mal in Photoshop rein. Da sehen wir jetzt hier zum Beispiel von Panhal die Frontseite. Und ich habe hier mal eine Datei angefertigt, ungefähr, was euch erwarten wird für die nächste Statue. Wie ich ungefähr dran gearbeitet habe, so die einzelnen Produktionsschritte sind. Also ich zeichne mir meistens, also das hier ist, ganz links ist der Standard. Den werde ich mir hier auch gleich nochmal zusammenbasteln. Und dann zeichne ich mir hier in einem neuen Layer vor, ungefähr wie die Front aussehen soll. Und arbeite mich dann entsprechend diesen Layern voran. Jetzt kann man sich natürlich unter dem Bild alles Mögliche vorstellen. Einige dachten auch schon, das wäre irgendwie ein Pokémon. Daher habe ich jetzt hier mal die Konzeptzeichnung von Panhal, da noch mit einem ganz anderen Gesicht. Die hat der Goran gemacht, haben wir eingescannt und dann verpixelt. Und hier sehen wir noch ein paar andere Gesichter. Und daraus haben wir dann halt entsprechend eine Art Fuchskopf gefertigt und ein Pixelart gemacht. So sollte man sich den vorstellen. Und dann kann man auch hier, wenn man wieder auf die Statue geht, doch schon einige Parallelen hier mit dem Geweih erkennen. Und mit hier zeigen sich 2 Beine. So, der nächste Gott wird Eld sein. Das ist der Gott des Lebens und des Todes, wie wir den betitelt haben, das wir eingescannt haben. Und das Pixelart, das sieht soweit so aus. Und das muss ich jetzt halt in die in ein Bild verwandeln, was man als CTM-Block natürlich auch verwenden kann. Dazu gehe ich jetzt mal hier und lege eine neue Datei an. Die ist
32 mal 64, also zwei Blöcke hoch. Jetzt gehe ich mal kurz in... Ich schließe hier mal ein paar. Ein paar und halb brauche ich nicht. Aber die Statue, und zwar kopiere ich mir jetzt hier mal die zwei Layer. Hier vorne ist noch irgendwie was verschoben. Das meiste von diesem Grundstein wird man sowieso nicht mehr erkennen. Grundlegend haben wir uns gedacht, da kommt noch irgendein Sockel hin bei jeder Statue und quasi das, was da drüber ist hier, dieser Layer, der wird bearbeitet und kriegt eine entsprechende Form. Ich habe mir überlegt gehabt, dass der Panhal, die Eldstatue, die hat hier als Symbol auch eine Sanduhr, von wegen, dass das Leben verstreicht und Gleichgewicht und den ganzen Käse, dass der die vor seinen, vor seinem Körper quasi irgendwie hält oder dass sie da steht. Ich drücke übrigens, um Linien zu machen, Shift. So, gucken wir nochmal hier und da. Daher kommt jetzt hier so eine dicke Sanduhr hin. So, der soll dann seine eine Hand hier so drüber halten. Die geht dann hier raus in der einen Ecke. Auch auf den Seiten werden hauptsächlich noch die Flügel zu sehen sein. Vorne sieht man davon nichts sehen. So, in der die eine Hand hält er jetzt quasi über die Sanduhr. Der Daumen müsste nach innen zeigen, weil das ja die linke Hand ist. Dann wird hier wahrscheinlich so ein bisschen das Gewand zu sehen sein. Irgendwie so. Das wird ausgeblendet. Ich gucke eigentlich bei den Linien hauptsächlich noch, dass ich da nicht irgendwie so, also dass ich scharfe Kanten mache. Das heißt, hier die mache ich weg. Aufgrund dessen, dass je weniger ich hier an Grün habe, desto mehr sehe ich natürlich noch vom Untergrund später. Dazu seht ihr aber dann später noch mehr. Ich muss hier übrigens noch den Deckel machen und den Grund. Der hat Hörner. Und die werde ich auch, wie man hier sieht, vorne anfangen lassen. Und auch leicht karikaturisiert, wie gesagt. Daher allein hier schon bei den Augen mache ich mir jetzt eher keinen Kopf. Nur ungefähr Positionen. Sieht ja echt dämlich aus. So. Ich wette, hier gibt es ja auch noch irgendwelche Shortcuts, aber die kenne ich nicht. Den Mund. Den würde ich relativ neutral eigentlich machen. Kann man eigentlich fast gar nicht. Er sieht so traurig aus dabei. Ich mache mal so. Und jetzt hier deute ich mal an. Irgendwie so wird das schon klappen. Und er hat einen ziemlich hohen Kragen, wie man sieht. Das heißt, man kann hier, wenn ich es auch schaffe, quasi sein Gewand, sein Kragen andeuten. Die Sonne wird verdeckt, alles super. Und das geht jetzt hier so irgendwie runter. Sollte als Skizze genügen. Ich denke mal, so ungefähr kann man sich vorstellen, was ich hier jetzt vorhabe. Gut, hier haben wir die ungefähre Konzeptzeichnung von Eld. So heißt der Knilch. Und das werden wir jetzt natürlich versuchen, in Stein zu meißeln. Das wird mir nicht unbedingt leicht gelingen, aber mal schauen. Und dazu lege ich hier zwischen einen neuen Layer an, damit ich den immer wieder einblenden kann. Und fange einfach mal an. Ich werde jetzt gucken, dass ich die Sanduhr als erstes mache. Und auch als erstes, als würde der Arm da gar nicht drauf liegen, sondern erstmal als grobes Objekt. Und dazu nehme ich mir eigentlich schon mal hier oben diese Leiste, weil sie sich sehr gut... Oh, guck mal, brauche ich sogar gar nicht beim Einfügen. Generiert eine neue Layer.
Weil das ja quasi schon fast das passende Stück ist für die Sanduhr. Kurz gucken. Das Gute ist, anhand dieser grünen Zeichnung kann ich auch wirklich fast alles ausrichten. Hab so ungefähr die Maße drin, die ich einhalten müsste. Und ja, also anhand dieser grünen Skizze lässt es sich eigentlich recht ordentlich ja, pixeln. Da haben wir jetzt hier einmal die Oberseite. Packt den nach hier unten. So. Zusammen. Perfekt. Jetzt kommen die Stäbe. Das werden hier einfach Zweierbreite vom Rand. So, das kommt auch noch zusammen. Jetzt gucke ich mal, ob es vielleicht mit einem Drop Shadow. Ich füge die schon mal zusammen. Mit einem Drop Shadow vielleicht schon mal einigermaßen gut aussieht. Distance 1. Abstand 2. Und jetzt müssen natürlich leicht Schatten fallen. Und das Glas, wo habe ich es hier? Das soll ja leicht transparent wirken. Da bin ich mal gespannt, ob ich es überhaupt hinkriege. Ich glaube, ich muss es anders machen, aber das sehen wir dann ja jetzt. Ich mache erstmal grob die Form und dann gucken wir weiter. Wenn das Ding jetzt hier drüber ist, sieht alles wunderbar aus. So, und jetzt kommt ein Pattern-Overlay. Ich habe hier mal vor Urzeiten, ja, genau von diesem Gestein so ein bisschen, ja, ein Pattern gemacht, wo man leicht irgendwelche Sachen sieht. Das Overlay. So. Soweit das. Dann können wir hier noch einen Bevel machen. Den wir natürlich nicht so ganz tief machen. Ich glaube, das kann man besser pixeln. Ah, besser. Wo ist Soften? Ich glaube, das kann man so annehmen. Als Stundenglas erkennt man es, denke ich mal. Passt auch wunderbar ins Konzept. Jetzt könnte man hier, ist ja das guckt ja leicht raus aus der ganzen Sache. Das heißt, ich müsste jetzt hier ein bisschen gucken, dass da auch der Drop Shadow entsprechend wirkt. Was ich gerne mache, ist, ich drehe die Noise hoch, damit da so leicht, ja, das Steinzeug nochmal ein bisschen hervorkommt vom Stil. Jetzt kommt die Hand. Dafür lege ich auch noch extra einen Layer an und den werde ich wahrscheinlich komplett so pixeln, ohne Effekte. Da zeichne ich jetzt auch erstmal grob das vor, was ich hier habe. Aber auch schon in den ungefähren Farben. Also unten dunkel und oben hell. Damit, ja, also das ist, ich denke mal, jedem so bewusst, von wegen Licht fällt von oben und das untere ist dann halt mehr im Schatten. Kann man fast so lassen. Und die Hand, die lasse ich jetzt quasi aus dem Randstein hier rausbrechen. Und ich hoffe, das Video an sich, für die Leute, die gerne Texture Packs pixeln und so, die sich da auch gerne mal an Statuen und so probieren, hilft das so ein bisschen vom Prozess her. Also generell ist es wirklich so, dass ich hier zumindest hier diese Skizzen mache für die Form.
damit ich ungefähr weiß, was ich zu zeichnen habe. Und bei Statuen, wie gesagt, kann das ruhig ein bisschen karikaturistischer rüberkommen. Hauptsache, man erkennt später, wenn man weiß, der Gott sieht so aus und hat dann nachher nur eine Statue vor sich, dass man die einwandfrei identifizieren kann. Das ist quasi das Ziel, was ich hier mit den Statuen habe. Das sollen keine perfekten, organischen Texturen werden, sondern wirklich aus Stein gemeißelt, so ein bisschen altertümlich auch. Diese ganzen Charakteristika, die entsprechenden Gottheiten halt auszeichnen. Und in dem Fall ist es halt bei diesem Gott hier das Stundenglas auf jeden Fall. Dann mache ich mal noch so ein paar Schuppen, diese Hautschuppen. Wir gehen hier einfach rein. Das muss jetzt auch nicht immer exakt auf die Skizze passen. Das ist ja wie gesagt auch nur eine Skizze. Dann gehen wir hier auch rein. Ich bin jetzt hier gerade in dem CTM-Ordner von der Statue von dem Naturgott, die ja schon fertig sind. Und zwar haben die ja auf dem Kopf größtenteils, das zieht ja nicht mehr groß. Komisches Update. Auf dem Kopf ja schon größtenteils dieses Gekrissel, was ich nenne es mal so. Das kann man sich jetzt hier schon rauskopieren. So, fein. Schließen wir wieder. Und das kann ich hier einfach hinter einfügen. So, lassen wir es aber fürs Erste. So, jetzt haben wir hier den Anfang von dem Gewand. Wir müssten jetzt eigentlich, wenn ich hier nochmal auf die Skizze gehe, hier dieser Teil, der untere Teil und auch hier der Teil. Das ist ja wie bei dem Vorbild hier dieser rote Stoff. Und das müssten wir hier auch nochmal ordentlich hervorheben. Und aus dem Grund kopiere ich mir einfach das hier. Füge ich direkt an der Stelle wieder ein. Cleare aber komplett das hier raus, dass wir wirklich nur diesen Fetzen haben. Und den füge ich jetzt direkt daneben wieder ein. Normal füge ich hier so ein. Und jetzt wirkt das so, als wäre hier das Gewand dieser rote Streifen, dass der da lang führt. Das gleiche geschieht jetzt noch mit der anderen Seite. Ich glaube, die andere Seite muss man kaum noch darstellen. Da sind die Lichtverhältnisse ein bisschen anders. Dann geht das da so hoch. Ja. Man merkt es, glaube ich, wo es lang geht. Ich mache jetzt hier nochmal ein bisschen deutlicher, dass hier der Rand ist. Das ist jetzt schon mal der untere Rock. Und so verfahren wir eigentlich direkt weiter und gehen nach oben hin zu dem Kragen. So, jetzt haben wir das soweit. Das gleiche kommt jetzt noch auf die andere Seite. Und ich werde jetzt erstmal auch kurz eine kleine Pause machen. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich da weitermache. Und ja, dann geht's dann auch final ans Gesicht.